Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator. Allerdings heute nicht auf der Wasl-Map, sondern ich wollte euch einfach, wie letztes Mal mal angekündigt, meine Sosnowska-Map zeigen, weil sich da einfach sehr viel getan hat, muss ich dazu sagen. Also ich spiele hier überhaupt nicht mehr Standard, sondern es ist sehr viel gemoddet. Ich habe gerade mal durchgezählt, es sind insgesamt 36 Mods, die ich hier drin habe. Und wir fangen hier einfach mal bei den Schafen an. Hier sieht noch alles ganz normal aus. Aber wir kommen jetzt gleich mal hier zu den Ballen, zu den Wolleballen. Ups, bisschen hoch. So, weil wir natürlich faul sind, gehen wir hier im Doppelpack durch die Gegend. Sehr gut. Und der Anhänger muss noch ein bisschen ein Stück zurück. Mal gucken, ob das geht. Natürlich. Nee, doch nicht, hä? Na komm. Der will nicht. Schade. Dann müssen wir hier auf engem Terrain einmal umdrehen. Na komm. Mach mich jetzt nicht schwach hier. Na, warte, ich habe eine Idee. Wir fahren hier rückwärts in die Lücke rein. Dann haben wir genug Platz zum Rangieren. So, ich möchte euch hier heute einfach mal zeigen, was sich hier alles auf der Sosnowska-Map... Warum reicht denn das nicht? Da müssen wir ein bisschen Winkel verstellen. Was ich hier alles drauf habe. Und wie gesagt, wir fangen hier bei den Wolleballen an. Zum Beispiel habe ich hier das Wollelager drin. Da kann ich einfach Wolle einlagern und dann, wenn der Preis groß ist, da sind sie schön, schön sortiert, dann einfach wieder abrufen. Gleich zeige ich euch auch mal das Interface dazu. Oder soll ich das machen? Ich habe so viele Mods drauf. Also ich würde sagen, ich würde eher sagen, wenn ihr Mod-Vorstellungen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann werde ich mal so eine Serie Mods starten. So, das war's jetzt auf jeden Fall. Hier sind die Ballen schön einsortiert. Hier die Gitterboxen. Das sieht alles sehr fein aus. So, dann haben wir hier noch ein Rungenlager, um Holzstämme zu lagern. Benutze ich im Moment eigentlich nicht. Und dann haben wir hier schon das nächste Objekt der Begierde. Von, hier steht's, Custom Road Trains. Ja, das sind zum Beispiel, guck mal einfach mal kurz rein, zwei LKWs drin. Auflieger für Stämme, für Ballen und Paletten, alles mögliche. Tiertrailer, Wasserfässer oder Flüssigkeitenfässer. Normale Auflieger für Getreidetransport oder was auch immer. Und hier eine extra Dolly. Ja, das gehört zu diesem Mod. Und dann gehen wir mal hier hinter die Mauer. Die kennt ihr eigentlich auch nicht auf dieser Map. Hier ist eigentlich ein freier Platz. Aber hier verbirgt sich unser Sägewerk. Ja. Unser Sägewerk produziert aus Holzstämmen und Hackschnitzeln Holzbretter. Ja, wie ihr rechts sehen könnt, gibt es eine Anzeige. So sieht es hier aus. Ist also unser Sägewerk. Dann dieser Unterstand ist gemoddet und vor allem auch. Ich steige mal hier gerade in meinen Radlader. Vor allem auch diese Schaufel, die wir jetzt mal kurz anhängen. Und ich zeige euch auch warum. Schaut mal auf den Füllbalken. Ja. Die fasst nämlich knapp 11.500 Kilo. Ups. Oder Liter, wie es hier immer angegeben ist.
Das ist einfach die größte Schaufel, die ich gefunden habe für einen Radlader. Da geht einfach mal ordentlich was rein. So, das soll es auch von dieser Geschichte hier gewesen sein. Da kommt noch eine Sache hinzu. Und zwar hier der Scania Brooks Mobile Clippers. So heißt es. Das ist eine Häckselmaschine. Und die kannst du einfach vorne an den Traktor anhängen, wenn du groß genug hast. Bäume niedersägen, am besten vorher, und dann mit der Häckselmaschine an die Bäume ranfahren. Dann häckselt er die kleinen mit einem großen Auflieger hinten dran, so wie ich ihn einen habe, oder beziehungsweise drei Stück habe. Ist es auch ganz geschickt. Ich muss sagen, drei Bäume machen einen 70.000 Liter Trailer voll. Und die Häckselmaschine hat selber intern auch nochmal über 50.000 oder 55.000 Speicher, glaube ich. Die finden wir unter Forst. Und dann ist es hier die Scania Brooks UN. Ja, 55.000 Liter hat die nochmal interner Speicher. Das ist richtig mächtig. Weil mit einem 70k Trailer könnt ihr euch ausrechnen, sind es über 125.000 Liter Hackschnitzel, die Maschine einfach mal ruckzuck. Ja, hier zum Beispiel in einen unserer großen Trailer, zum Beispiel diesen hier, von BSM, reinhauen kann. Die sind sehr vorteilhaft, davon habe ich drei Stück. Sind einfach mega praktisch. Zusammen mit der Holz, mit dem Sägewerk, habe ich hier noch ein Bretterlager. Im Grunde das gleiche wie drüben die das Ballenlager mir angeschafft. Einfach um die Bretter einzulagern, wann der Preis hoch ist. Wir sehen hier, gibt es zum Beispiel die Plank Sales. Zu denen wird man auch gleich noch gehen. Da werden die Hackschnitzel bzw. die Bretter unter den Hackschnitzeln geführt. Und das ist schon mal deutlich höher wie die normalen Hackschnitzel. So, dann gehen wir einfach mal zu... Na doch, war richtig. Zu den Plank Sales. Die habe ich hier ans Gartencenter angedockt. Das ist einfach so ein kleiner Verkaufsstand. Das war's schon alles. Was ich zu dem Zeitpunkt, als ich das platziert habe, nicht gewusst habe, ist... Ich muss die fertigen Paletten hier drauf platzieren. Das heißt, ich brauche hier nochmal irgendein Fahrzeug. Wahrscheinlich werde ich den Radlader auch dafür nehmen, um die Paletten hier abzuladen und dafür Geld zu kassieren. Aber ja, das warte ich mal ab, bis der Preis oben ist. So, wo gehen wir als nächstes hin? Muss gerade mal überlegen. Hier, denke ich. Achso, da haben wir kein Fahrzeug. Doch, da haben wir ein Fahrzeug stehen. Müsste meiner Meinung nach ein Traktor stehen. Und zwar der Steyr. Ne, der steht hier. Der steht hier. Okay. Dann machen wir einfach mal hier weiter. Hier stehen eigentlich im Moment nur normale Fahrzeuge. Allerdings in einer Mod- Lagerhalle. Ja. So Unterstände. Die sind sehr schön, modern eigentlich. Und ja, wer meine Let's Plays verfolgt oder vielleicht auch mal auf Twitch reingeschaut hat, kennt das hier schon, weil das ist eigentlich meine Streaming-Map gewesen. Und hier habe ich mir eben einen eigenen kleinen Bauernhof eingebaut. Hier haben wir noch ein Flutlicht. Das können wir an- und ausschalten mit Space. Ja, und dann kommen wir hier schon zu einer riesen modernen Lagerhalle. Da haben wir einfach mega viel Platz. Und auch Platz eben für unsere anderen gemoddeten Sachen. Zum Beispiel hier ein Krone ZX550 GD. Das ist eigentlich der Strautmann Auflieger bzw. Ladewagen. Ich schaue nochmal nach, nicht dass ich was Schlechtes... Genau, der Strautmann-Ladewagen, ihr seht es wahrscheinlich auch. Das ist eigentlich dieser, aber gemoddet und mit oben einer, ja,
zusätzlichen Lademöglichkeit, sodass da mehr reingeht. Der Strautmann hat 50.000, das war mir ein bisschen zu wenig. Der Krone hat 53,5, das ist eigentlich auch noch ein bisschen zu wenig. Und dieser hier, der hat dann 71.000 Liter Fassungsvermögen. Das entspricht eigentlich schon einfach mehr dem, was ich gewollt habe. Deshalb, ich habe die Map wirklich an meine Bedürfnisse angepasst. So zum Beispiel auch hier schon der nächste Mod. Und zwar ein Ballenlager. Es funktioniert überall gleich. Mit R rein. Und dann kann ich hier eben sagen, ich möchte Heuballen. Bis zu 6 Stück. Das finde ich leider ein bisschen wenig. Also ich hätte gern auch eine Möglichkeit 10 oder so zu haben. Und wenn ich dann auf OK drücke, dann werden die Ballen mir hier einfach hin platziert. Und da kann ich sie dann abholen. Sehr cooler Mod. So sind die Ballen einfach sicher und schön aufgeräumt. So. Was haben wir noch hier? Ah, natürlich unser Haus. Unser Haus dürfen wir nicht vergessen. Mit meiner Frau da oben oder wie auch immer das sein mag. Vielleicht meine Putzfrau. Naja. Auf jeden Fall Haus, damit es zum Hof passt. Dann haben wir natürlich die zusätzlichen Dünge- und Saatgutspeicher hier. Die werden später noch mehr Anwendung finden, wenn wir auch unser Saatgut und Dünger selber produzieren. Davon habe ich mir auch Mods geladen. Das kommt in naher Zukunft auf dieser Map. Wobei es eben, ich spiele die im Moment nur im Singleplayer. Vielleicht, wenn ihr es wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Auch bald im Let's Play. Schauen wir mal, ich bin da offen eigentlich dafür. Genau, warte, hier hinten fehlt noch was. Und zwar eine Laderampe. Auch sehr nice. Damit kann ich dann hier Silage mit dem Radlader holen. Hier in meine Auflieger kippen und dann an der BGA verkaufen. Dann haben wir hier noch einen zweiten Kercher. Ja, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und eine separate Tankstelle. Alles nicht so groß. Was groß ist, ist dieses Silo. Dieses Silo fasst, glaube ich, Moment, ich guck mal nach. Ich glaube, 500.000 von allem. Oder 400.000, irgendwie so war das. 800.000, ja. 800.000 von jeder Fruchtart. Das ist schon richtig massiv. Und damit lässt sich auch schon richtig was anfangen. Was ihr mit Sicherheit auch schon gemerkt habt, ist, rechts oben kam vorhin eine Info, dass ein Schaf geboren wurde. Ist leider ein bisschen fehlerhaft, sollte ich mal irgendwann korrigieren. Weil es einfach dann schöner aussieht. Jedes Mal denke ich mir, Schaf ist klein geschrieben. Aber Animal Notifications habe ich auch an. Da kriegt man einfach Informationen. Wasser ist schwach oder ist gering. Brauchen Gras. Der Platz ist verunreinigt von den Tieren. Lauter solche Sachen. So, und dann kommen wir hier zu einem überbreiten und gemoddeten, überlangen Gollhofer, ja, was ist das? Tieflader. Den kann man auch noch verbreitern. Den kann man noch auf die doppelte Länge ausziehen. Der ist wirklich auch sehr gut. Und wenn ich mich gerade nicht irre, dann schwebt er in der Luft. Warum auch immer. Naja. Wahrscheinlich, weil ich die Hinterachse eingefahren habe. Die kann man auch ausfahren. Wo habe ich unseren LKW? Hier. Das gucken wir gerade mal, ob das an der eingefahrenen Hinterachse liegt. Hier unseren normalen MAN-Truck. Ich probiere so viel wie möglich auf dieser Map mit LKW zu arbeiten, sodass die Kosten unserer anderen Fahrzeuge nicht... Ja, der Anhänger, der ist... Ah, seht ihr? Und wenn ich den jetzt abstelle... Ah, jetzt haben wir gerade die Verbreiterung dran. Seht ihr hier ganz gut. Zack, ist sie weg. Zack, ist sie da.
Außerdem kommen dann hinten auch noch zusätzliche Warnschilder hin. Das gleiche gibt es auch für den vorderen Teil, weil wenn ich den abhänge, achso, nee, jetzt habe ich ihn ganz abgehängt. Wenn ich den abhänge, dann habe ich hier nur noch dieses Teil. Und wie gesagt, also den Gollhofer, den habe ich wirklich, Moment, warte, ich wollte das hier machen. Hier seht ihr mal, auf welche Länge ihr den ausziehen könnt. Und damit könnt ihr dann wirklich auch die großen oder größten Maschinen gut transportieren. Gut, dann kommen wir zum nächsten Fall. Da wären wir bei meiner Riesenwiese. Die Wiese geht, vielleicht kennt ihr die Map. Die Wiese geht hier, also diese, fängt an bei Feld 26 und endet wirklich bei Feld 6. Also ihr könnt hier den Helfer anstellen und er fährt bis nach oben, dreht um, kommt zurück und macht das ganze Feld alleine. Und hier habe ich einfach nur Gras angepflanzt, ja, um Ballen zu produzieren, um Heu und Grasballen zu produzieren, um irgendwann Silage wieder machen zu können. Für solche Sachen habe ich das Feld hier angestellt und für sonst eigentlich gar nichts. Was ihr hier noch seht, sind auch zwei neue Unterstände, die sind auch gemoddet. Leider werden wir jetzt wahrscheinlich nicht richtig sehen können, was das eigentlich genau ist. Hier könnt ihr es wahrscheinlich erahnen, da oben sind Solarzellen drauf. Und das bedeutet, wir haben hier Unterstände gefunden. Moment. Wir haben hier Unterstände gefunden, die uns Strom generieren. Hier. Da ist er. Solar Sheet. Produziert 60 pro Stunde. Ist nicht ganz so viel wie andere Sachen. Aber ist trotzdem einfach ein zusätzlicher Gewinn. Weil ich sowieso irgendwas zum Unterstellen wollte. Preis natürlich relativ hoch. Aber wir kriegen ja dafür sogar einen extra Ertrag. Und ja, das lohnt sich dann schon. Gut, nächster Part. Und den nächsten Part habt ihr eigentlich auch schon gesehen. Das ist wieder unser Leuchtturm. Den habt ihr in der letzten Folge von der Waselmap auch schon gesehen. Der Leuchtturm sammelt einfach unsere Eier ein und legt die direkt in unseren Rucksack. Kein lästiges zu den Hühnern gehen mehr, um die Eier einzusammeln. Der Leuchtturm hier sammelt einfach alles ein, was die Hühner fallen lassen. So. Das war es jetzt von den Mods, die ich hier eingebaut habe. Gerne würde ich euch natürlich auch noch ein paar zeigen, die ich drauf habe, aber noch nicht benutzt. Zum Beispiel dieses Haus hier, das wird irgendwann noch einkommen. Dann haben wir hier noch ein Treibhaus mit Gurken. Den Flüssigdünger, die Flüssigdüngerstation, die werdet ihr auch natürlich sehen. Natürlich die Ziegelwände. Andere Wände bzw. Zäune aus Metall und Beton. Dann habe ich hier noch verschiedene Lagerhallen. Ich muss gerade mal gucken, dass ich nichts vergesse. Hier habe ich noch mehr Lagerhallen. Einfach um auch ein bisschen Abwechslung zu haben. Und hier eben die Dünge, Saatgut und Flüssigdüngerproduktion. So, das war es davon. Dann Frontlader. Habe ich hier eine Großraumschaufel drin von Fliegel. Ja, die habe ich am Anfang genutzt. Die nutze ich im Moment eigentlich nicht mehr. So, Kipper haben wir noch. Genau, das hier ist nämlich unser Semi-Tripper 70.000. Das ist eben unser Anhänger, mit dem wir eigentlich alles durch die Gegend fahren. An dem speziell ist einfach, dass er ja, einfach mega groß ist und einfach die Farben frei wählbar sind. Zusätzlich muss ich dazu sagen, ich habe auch manche Preise angepasst, weil mir die einfach ein bisschen zu günstig waren. Und da habe ich es einfach ein bisschen teurer gemacht. So, jetzt schaue ich mal. Ladewagen habe ich euch schon gezeigt. Radlader, hier eben die Lizard Universal Leichtgutschaufel. Mit ihren 11.500 Kilolitern Fassungsvermögen. Sehr nice. Tieflader.
eben der Gollhofer, verlängert, gemoddet. So macht er Spaß. Dazu kam noch von irgendeinem anderen Mod die... durch den Gollhofer kamen noch zwei Dollys dazu. Und ich glaube, das war's aber jetzt eigentlich schon. Ich habe halt viele platzierbare Objekte drin. Wo ich mir gedacht habe, die könntest du gebrauchen. Wenn ich immer irgendwas finde, was mir... was ich noch brauchen könnte... dann suche ich mir den Mod raus und hau den hier mit drauf. Und so ist das hier eben alles entstanden. So, und jetzt die Frage an euch. Wollt ihr, dass ich hier von Let's Plays mache? Oder soll ich bei der Wasl-Map bleiben? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Und gebt mir einfach Rückmeldung, damit ich weiß, was ihr sehen wollt. Und ja, das war es jetzt von der heutigen Folge. Je nachdem, wie die Rückmeldungen sind, werde ich entweder an der Wasl-Map weitermachen. Oder hiervon mal einfach ein Let's Play anfangen. Ja, hier bin ich eben schon relativ weit und habe schon einiges erreicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Like oder Kommentar. Macht, was ihr wollt. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.